Hallo, liebe YouTube-Fans. Letzte Sequenz, oder besser gesagt erste Sequenz, die Intro zu den 10 Sequenzen, die der Michael Steinmetz, der hier rechts neben mir sitzt, hallo, im Wesentlichen angefertigt hat. Ich war beim Aufnehmen mit dabei. Und mit diesem Video wollen wir diese 10 Sequenzen einleiten. Das heißt, wir wollen Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben. Was wird denn da geboten? Und das, was da geboten wird, das hat durchaus Aktualität, weil sowohl die Geschichte der Familie Hagen als auch der Familie Absen, die ja Nachfahren von Hagen sind, die haben mit Migration und Flucht zu tun. Und ohne dem sind sie nicht denkbar. Und das hat ja heute bei den Millionen Flüchtlingen, die zu uns strömen, ja durchaus eine Aktualität. Und deshalb waren wir uns vielleicht auch vor einem Jahr, wo wir angefangen haben, noch gar nicht der Tragweite oder den aktuellen Aspekten bewusst. Was war der Auslöser für die Migration? Vielleicht starten wir bei Hagens Geburt. Ja, also Hagens Geburt fällt mit dem Todesjahr von Friedrich dem Großen zusammen, nämlich 1786. Das ist 3 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, die dann in 1789 also ausgebrochen ist.